Mein Name ist Ivan Adamovic. Ich war von 1983 bis 1990 am Kolleg St. Blasien, habe 1990 dort Abitur gemacht und bin dann 2 Jahre später nach dem Militär in die Schweiz gekommen. Ich bin inzwischen auch Schweizer Bürger und ich arbeite heute bei einer Privatbank, bin CEO dieser Bank und lebe in Zürich. Was mich in St. Blasien am meisten geprägt hat, sind die Menschen. Ich bin noch heute im Kontakt mit meinen Mitschülern, mit Freunden, habe auch ein Netzwerk aus St. Blasien mitgebracht, was heute noch sehr viel Freude macht, abgesehen, dass es auch im Beruf manchmal hilft. Und ich bin auch im Kontakt mit alten Kollegen, Lehrern, wie zum Beispiel Pater Wolfgang Bauer, der meine Frau und mich getraut hat, oder auch mit dem Ecke Kempf, der ein sehr beeindruckender und nachhaltiger Sportlehrer gewesen ist. Den Kontakt zum Kolleg St. Blasien habe ich über all die Jahre immer gepflegt. Von Zürich aus ist es ja auch nicht so weit. In einer Stunde ist man dort. Und ich gehe auch immer wieder gerne dorthin. Mein Neffe ist heute Schüler am Kolleg St. Blasien. Freunde von uns haben Kinder dort. Und was früher die Kollegsgemeinschaftsmesse war, wo man hin musste, da geht man dann heute vielleicht sogar mal freiwillig hin in so eine richtig schöne, tolle Messe in St. Blasien. Das mache ich auch manchmal ganz gerne. Ein Internat ist nicht für jeden etwas. Aber wenn Internat, dann kann ich das Kolleg St. Blasien auch heute noch uneingeschränkt empfehlen. Wir haben von dort einen ethischen Kompass mitgenommen und das ist egal, welche Religion man hat. Wir haben ein Netzwerk mitgenommen mit Freunden, die fürs Leben sind. Und ich denke, dass eine solche Schule jedem etwas bringen kann, der wirklich aufs Internat will. Gerade für Schweizer ist das Kolleg St. Blasien auch eine sehr geeignete Schule. Es ist direkt um die Ecke, nahe von Zürich, von Basel, von Bern. Und ich treffe in der Schweiz immer wieder Bekannte, die ihre Kinder nach St. Blasien schicken und damit sehr zufrieden sind.